Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Let's Play Fable The Lost Chapters und eventuell ist das auch die letzte Folge. Ich habe jetzt vorab mal versucht, diese Quest soweit schon mal rauszuprügeln, dass wir jetzt bloß noch die Siegerehrung sehen. Aber scheinbar ist dieses Minispiel bzw. diese Quest verbuggt. Ich habe dutzende Male auf den Häuptling eingeschlagen und jedes Mal wird der Kampf unterbrochen, weil ja, die Zeit abgelaufen ist. Und nach dem 10. Versuch, jetzt habe ich gesagt, okay, ich höre auf, diese Quest zu machen und wir widmen uns jetzt einfach der Hauptstory weiter. Genau. Verzeihung. Deswegen würde ich jetzt erstmal Kleidung. Ich nehme, glaube ich, diesen Archons Kampfpanzer, genau. Wir ziehen uns an und kehren nach Snowspire bzw. zum Archons Schrein zurück. Denn da hört ja unsere Hauptquest auf. Hey, schön, dass ihr noch hier seid. Diese Inschriften sind faszinierend. Alles deutet darauf hin, dass Jakes neue Form aus dem Bronzetor hervorkommt und dieses Gebäude der Schlüssel dazu ist. Es scheint, als benötige man die Seelen dreier Helden, um den Mechanismus zu aktivieren. Diese Dinge sind niemals einfach, wie? Es dürfen auch nicht irgendwelche Helden sein. Die erste Anweisung lautet, der König der Arena. Ich schätze, ihr könntet euch selbst den Kopf abschlagen, aber dann hätte ich keinen zum Herumkommandieren mehr. Warum besucht ihr nicht mal Donner? Er kennt die Arena in- und auswendig. Laut Auskunft der Gilde ist er in Nothole Glade. Ihr habt Jacks Maske doch noch, oder? Gut, sieht ihn zum Fangen der Seelen. Ich fasse es nicht, dass er vielleicht noch lebt. Egal, ich kümmere mich jetzt wohl besser um die zweite Inschrift. Diese schauspielerische Leistung. Ich kann es nicht fassen, dass er noch lebt. So richtig belanglos, als wird irgendwo ein Stück Pizza runterfallen. Ja, kleiner Held, ich bin zurück. Und wir haben noch etwas zu erledigen. Ihr habt mein Schwert zerstört. Erinnert ihr euch? Habt ihr eine Vorstellung, wie viele Jahrhunderte ich danach gesucht habe? Aber seine Arbeit ist getan. Bald werde ich Kräfte haben, die eure Vorstellung übersteigen. Und ihr werdet als Erster sterben. Das wollen wir doch mal sehen. Gut, gehen wir nach Nothole Glade. Und reden mit Donner. Ja, was ich noch zu diesem Faustkampf sagen wollte, also allzu spektakulär ist es nicht, man bekommt dann eine Trophäe. Das nicht noch mal. Oh, sorry. Wir brauchen keinen Helden. Zum ersten Mal seit Jahren werden wir nicht von irgendwas angegriffen, belagert oder entführt. Und jetzt lasst uns in Ruhe. Ihr, Dornenrose kündigte euch an. Ich sage euch, was ich weiß. Wenn ihr danach verschwindet. Wir beide wurden einst Könige der Arena genannt. Aber es gab früher viele Helden, die ein Anrecht auf den Titel hatten. Ihr solltet im blutigen Staub der Arena suchen. Es heißt, die Seelen vergangener Champions würden dort spuken und die Stätte ihrer größten Siege heimsuchen. Geht. Falls ihr mir nicht neben allem anderen auch noch meine Seele nehmen wollt. Warum bis zur Arena gehen? Die perfekte Seele befindet sich direkt vor eurer Nase. Dieses Engelchen-Teufelchen-Spiel. Mir wird so in die Finger jucken, gegen diesen sympathischen Kerl zu kämpfen, aber das würde nicht unserer Gesinnung entsprechen. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg zur Arena und schauen mal, was da drinnen geboten ist. Ja, Faustkampf. Also man bekommt eine Trophäe. Weder ein Item noch irgendwie eine Rüstung oder irgendwas. Das wäre halt einfach nur, ja, zur Vorständigkeit halber. Aber seid mir nicht böse, wenn das Spiel so rumzickt. Ich kann da nicht 20 Mal rumtun in der Hoffnung, dass der... Lässt du mich jetzt aufstehen, du Idiot? Das kriegst du sein Fett weg, ey. Ja, ich kann da nicht die ganze Zeit so rumdaddeln, nur um
diese eine Trophäe da zu bekommen. Das würde ich zeitlich leider nicht unterbringen. Deswegen tut's mir einfach leid und seht's mir bitte nach. Komm, du musst jetzt auch mal aufgeben hier. Komm, jetzt haben wir doch schon ein Schwert, was richtig Bums macht. Ah ja, er gibt auf. So. Auf zur Arena. Cool, dass man da auch wieder rein darf, weil wenn man ja die Arena-Quest geschafft hat, ist er ja eigentlich nicht mehr zugänglich für uns. Was ist denn da passiert? Alter. Boah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Sie sind alle tot. Kreaturen töteten alle. Okay. Harter Tobak. Lauft! Lauft um euer Leben! Diese Dinger sind in den Zellen aufgetaucht und bringen alle um! Ich wette mit euch, dass es Lakaien sind. Nein, Herbeirufer! Angst, gegen einen anderen Helden zu kämpfen. Ich habe drin. Neben den Lakaien meine zweiten Lieblingsgegner, wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach so hartnäckig. Ich hoffe, dass ich jetzt in der Arena nicht gegen tausend von denen kämpfen muss, sondern dass irgendwie, keine Ahnung, dass ich die Seele des Helden da rausfordern kann, keine Ahnung. Ich saß das letzte Mal Lost Chapters ist ewig her und beim letzten Mal habe ich auch den bösen Weg gewählt und habe dann Donner umgebracht. Naja. Ich bin echt gespannt, was uns jetzt erwartet. Kann ich jetzt die Tränke hier nehmen? Cool. Mein Knusperhühnchen. So, ich bin echt gespannt, was uns jetzt erwartet. Golem, okay. Herrschaften, dies ist ein wirklich besonderer Tag. Seht, wie ein Held in Stücke gerissen wird. Von Trollen und Jacks ureigenen Lakaien. Ach ja, komm. Machen wir erstmal den großen Onkel hier kaputt. Ach, schön, dass es die auch zurückhaut. Das ist dann echt cool. Ah, scheiße. Komm, du musst doch mal langsam jetzt aufgeben hier. Es ist übelstes Buttonmashing, was ich hier betreibe. Ich klicke einfach nur permanent auf die Taste. Bam! Easy going! Aber was ist das? Mehr Trolle? Kann der runtergekommene Ex-Champion diesen Angriff noch länger standhalten? Beilsteintrolle. Dieses sinnlose Draufgeknüppel. Ah, Gott. Und danach in der nächsten Runde gibt es so bestimmt noch eine Runde und dann kommen vier Trolle, Steintrolle, ne? Weil wir können es ja. Ach, herrlich. Wenn ich aufstehen könnte.
Du wirst ja nur permanent beschossen. Vielleicht soll ich erstmal die Lakaien hier da niedermachen, dass die mich da in Ruhe lassen. Das ist ja Wahnsinn, da kannst du gar nichts machen hier. Überall wirst du da abgeschossen. Das ist doch nicht normal, ist das. Oh Mann, ey. Was soll ich denn da machen hier? Ich muss mich eigentlich hinter dem verschanzen und hoffen, dass der andere den Großen hier abwirft. Ah. Yeah, der hat die Lakaien umgebracht. Sehr gut. Komm, und du gehst jetzt auch gleich drauf. Er hat ihn umgebracht. Geil. Wenigstens ist der was für was gut. Und du gehst jetzt als nächstes drauf, weil du nervst mich auch hier. Ah, dieser Beschuss, dieser dauernde Beschuss. Ich komme ja gerade dazu. Schau mal, wie permanent er die Steine wirft. Ah, Gott sei Dank. Wenn jetzt in der nächsten Runde wieder Steintrolle kommen, dann flippe ich aus hier. Nur vom Berühren habe ich jetzt einen Schaden bekommen, oder was? Euer Kampfmultiplikator ist eine Schande, oh Held. Ach, komm, halt die Schnauze. Mach doch einen coolen Gegner rein, so wie dieses Arachanox-Biest da, diesen Skorpion. Das war geil. Es kommt noch eine Runde, wetten. Jacks Lakaien sind zurück. Und sie haben ein paar Tierchen dabei, mit denen unser Held spielen kann. Ach, ihr wisst doch, was mir gefällt hier. Naja gut, aber die Balverines sind mir jetzt eindeutig lieber als die Trolle hier, weil die, wenn die mir richtig schön ins Schwert laufen, dann war's das mit denen. Kann unser Held einer weiteren Welle freundlicher Pelztiere standhalten? Freilich! Alles lieber als Trolle. Es ist ja auch nicht schwer, ne? Also außer jetzt da mit dem Dauerbeschuss von den Trollen. Es ist halt, es zerrt halt nur so an den Ressourcen, sag ich mal, ne? Und ich meine, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Ich habe letztes Mal geguckt, wir haben 23 oder 32 Tränke. Wir nehmen kaum Schaden. Schau doch mal das an. Und ja. Snowspire gekommen, präsentiere ich euch Herbeirufer. Ihr wisst, was mir gefällt, Leute, ihr wisst es. Aber cool, mit dem Solo-Schwert eigentlich fast kein Problem, ne? Und ich glaube, mein Solo-Schwert hat sogar so eine Lebensverstärkung, weil ich glaube, unser Leben wird permanent wieder aufgefüllt. So, Nummer 1. Nummer 2. Ah,
Oh, wir haben einen hohen Kampfmultiplikator. Ja, jetzt nicht mehr. Lakaien und Herbeirufer schlagen die Gilde zu Klumpen. Denkt mir Blitz was? Nee, ich glaube auch nicht so arg. Aber er nimmt Schaden, hoffe ich. Ja, lasst mich halt bitte aufstehen, Leute. Also da habe ich echt was dagegen, wenn es unfair langsam wird. So, Nummer 1 ist tot von denen. Na, diese Kugel, da kannst du auch nichts machen. Nicht mal wegrollen hilft hier. Komm, zieh dein Schwert, mein Freund. Hast du Hemmungen? Ladehemmungen? Ja, mir soll's recht sein. Ich hoffe, dass jetzt da nach der Runde vorbei ist, weil jetzt wird's langsam ermüdend mit den Kollegen hier. Yes. Ihr habt also eure erste Seele gefunden. Aber der Schrein ist sehr gierig. Er wird mehr wollen, bevor er gesättigt ist. Ich frage mich, wem die nächste gehören wird. Ja, ich bin auch gespannt. Habt ihr schon die Arena-Seele? Kommt zum Schrein zurück, dann sehen wir, ob es funktioniert. Ja, muss ich jetzt immer hin und her, oder wie? Also ich muss schon sagen, so Lost Chapters bis jetzt, ich finde es von der Story her schon cool mit den Herbeirufern und auch, dass Messer-Jack wieder zurück ist, wie er auch mit uns kommuniziert. Aber ich finde halt... Das Teil funktioniert. Ihr müsst die Seele aus der Maske freilassen und dann... Tja, wer weiß. Das habe ich ja noch nie gesehen. Die Seele scheint als Energiequelle zu dienen. Aber egal, wir haben die zweite Inschrift entziffert. Sie lautet Die Heldin. Niemand passt besser auf die Beschreibung als eure Mutter Scharlachrobe. Da wäre dann noch ich. Aber ich bin noch lebendig und will das auch weiterhin bleiben. Ihr müsst ihr Grab in Oakville nochmal besuchen. Das ist nicht einfach, aber Scharlachrobe hat stets Opfer gebracht, richtig? Gut. Ja, aber ich finde teilweise das Quest-Design hier so dieses Kampflastige halt und vor allem halt, versteht mich nicht falsch, ich hab's ja gesagt, das ist nicht schwer, es ist halt nur nervig und irgendwann ist meine Geduld halt auch mal am Ende, wenn ich die ganze Zeit, wenn ich die ganze Zeit nur auf die Taste hämmern muss. Das ist halt so ein Minuspunkt bei Fable, das Kampfsystem an sich, aber gut, dafür hat es andere Stärken. Aber ich weiß auch, warum ich immer... Hat sie nicht genug gelitten? Würdet ihr das wirklich eurer eigenen Mutter antun? Nehmt Dornenrose, sie ist doch nutzlos. Ja, Entschuldigung, dass ich da immer reinrede, ich muss das mal besser timen. Ja, naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte... Es wird viel Geschrei geben. Bist du jetzt fertig? Ja, auf jeden Fall. Es hat seinen Grund, warum ich eigentlich immer nur bis zum Messercheck den ersten Kampf spiele. Weil es mir halt einfach zu lastig ist. Naja, so. Ich weiß, was du suchst, aber Jack hat Kreischer geschickt, um meine Seele zu quälen. Sie lassen nicht zu, dass ich gehe. Und jetzt wollen sie dich auch noch bekommen. Ach, Mutti. Dann kommt mal her. Was muss ich jetzt hier machen? Ich sehe unter meiner Karte wieder so einen Counter. Muss ich da jetzt einfach nur genug
erledigen oder wie? Ja, scheinbar. Seid ihr hässlich? Wies Rasenmähen, kommt einfach in meine Klinge. Zack, zack. Ah, man muss sich beeilen, der Balken, der nimmt ab, also... Irgendwas zieht Energie von uns. Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Ah, der hat dann tatsächlich das Ding ausgesaugt. Wahnsinn! Ich habe jetzt meine Lebensenergie nicht beobachtet. Okay, das hat aber schon was irgendwie mit diesen Horror-Dingern da auf dem Friedhof. Irgendwie macht das schon ein bisschen Atmosphäre. Auch wenn es wieder nur stumpfes draufgeprügelt ist. Jacks Geist ist stark und seine neue Form fast fertig. Aber er fürchtet sich sehr. Nimm meine Seele und räche unsere Familie ein für allemal. Lass ihn büßen, Sohn. Habt ihr den Haargummi gesehen? Oder diesen Haarring, was auch immer war? Okay. Wir scheinen die dritte Inschrift entziffert zu haben. Kommt zum Schrein zurück und ich zeige es euch. Jawohl, machen wir. Ich bin jetzt auch wirklich gespannt, was die letzte Seele ist. So, da unten ist der Archon-Schrein. Ich bin sicher, eure Mutter wäre stolz. Und jetzt ist nur noch eine Inschrift übrig. Die älteste Seele. Wir wissen aber immer noch nicht, wer damit gemeint sein könnte. Oh, kommt schon. Wir wissen beide, wer das ist. Ihr könnt den alten Dummkopf nicht länger schützen. Der Schrein will den Gildenmeister, oh Held. Jack, also ist es wahr. Er lebt und treibt immer noch seine Spielchen. Ich hoffe, die Gildendenker haben eine bessere Idee. Ihr solltet zurück zur Gilde gehen und mit ihnen reden. Na klar, machen wir das. Aber schon cool, was du da so für Wahl treffen müsstest. Gut, bei Donner hätte ich jetzt nicht viel gezögert. Dornenrose, naja. Aber im Gildenmeister, da würde mir jetzt schon das Herz bluten, wenn ich böse spiele. Muss ich ehrlich gestehen. Auch wenn er mich mit seinem Kampfmultiplikator nervt. Willkommen, Sir. Dieser Ort ist reinstes Chaos, seit ihr fortgingt. Überall rennen Menschen mit altem Papier herum, Bücher, wohin man schaut. Und der Gildenmeister ist weg, hat sich im Gildenwald verkrochen. Wir sollen keinen in seine Nähe lassen. Gefunden? Die in der Inschrift erwähnte Seele. Es muss Nostro sein. Seine Seele war seit Jahrhunderten auf dem Litchfield-Friedhof gefangen. Unsere Texte besagen, dass sie im Friedhofsring sein soll, da wo ihr den Tunnel zum Bargeldgefängnis gefunden habt. Seelen fangen? Was für ein Unfug. Tja, viel Glück, oh Held. So, tun wir da nochmal ein bisschen aufleveln. Was können wir da machen? Nehmen wir nochmal die Zielgenauigkeit. Perfekt. Ja, und was leveln wir jetzt noch? Und dann stecken wir unseren Rest der Erfahrung in Zauberkraft. Zauberkraft erhöht eure Kapazität, Mana zu speichern. Gut, das machen wir auch. Gut, das war's. Uiuiui, unser Balken ist ganz schön lang geworden. Dann, Litchfield-Friedhof. Und ich bin jetzt mal still, weil ich glaube, jetzt wird gleich wieder Messercheck sich zu Wort melden.
Hä, wo muss ich denn da hin? Ach ja, da oben war ja der Durchgang zum Bargate-Gefängnis. Hätte ich mir die jetzt als Verstärkung mitnehmen können? Ach Quatsch, Männer wie wir. Ja, ich glaube, ich mache jetzt einfach die Beigesau-Methode und renne durch, sofern ich durchkomme. Ich hoffe, dass da keine Barriere ist. Weil, was wollen wir denn noch lernen außer Willenskraft? Genau. Ah, cool, die bekämpfen sich, die Lakaien und die Zombies. Das ist ja geil. Genau, Kinder, spielt ihr mal schön und ich gehe weiter. Ey, komm, da hast du Herbeirufer. Kümmere dich um die, bitte. Wieder. Ihr holtet meine Waffen und meine Rüstung und brachtet mir Frieden. Dafür entbiete ich euch meine Seele. Aber ich bin Nostro und ich habe eine Kriegerseele. Ihr müsst sie euch im Kampf holen, sodass ich im Jenseits stolz vor meinen Kameraden stehen kann. Meine Männer werden mich bis zum Tod schützen. Nur wenn sie fallen, kann ich verletzt werden. Nehmt denn meine Seele mit Ehre. Och nö. Hätte man nicht einfach einen Kampf gegen den machen können? Warum muss immer alles in so einer Klausel sein? Ja, und jetzt bist du doch verwundbar, oder wie? Ah, ein Zombie und er kommt wieder. Naja, gut. Ja, zum Glück sind die sehr langsam. Machen wir mal hier noch ein paar kaputt. Ja, okay, doch. So schwer ist es dann doch nicht. Der bewegt sich ja sehr schwerfällig. Und ich glaube, je mehr Zombies wir töten, umso länger bleibt er dann in manifestiert er sich. So, Bro, danke dir. Gut, das war einfach. Gut, dann teleportieren wir uns zu dem Schrein. Und dann glaube ich, können wir auch schon zum Endkampf. Ich weiß nicht, welche Form Jack wählen wird, aber er wird wohl kaum klein und pelzig sein, oder? Viel Glück für unser aller Wohl. Ihr kommt zu spät, kleiner Held. Wieder einmal zu spät. Kommt zum Bronzetor. Wir haben noch was. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Warum musst du dich immer einmischen? Sei froh, dass ich dich verschont habe. So. Dann machen wir den Sack zu hier. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich vielleicht die Folge unterbreche, aber nur wegen dem Endkampf eine neue Folge anfangen, das machen wir nicht. Dann wird halt die Folge vielleicht mal ein bisschen länger, könnte sein, dass es eine Stunde oder so dauert. Mal gucken, wie wir uns schlagen.
seid ihr ja. Ich musste lange warten, aber ich wusste, ihr würdet mich befreien. In einer Marionette ist es nicht ermüdend, dass immer jemand anders an den Fäden zieht. Ich bin unsterblich. Eure Götter und Dämonen bedeuten mir nichts. Willst du einen Zungenkuss oder was? So, mach mal einen Sack zu hier. Wirst schon nicht zu schwer sein, oder? Ach komm, schau mal. Ui! Man kann auch übertreiben, mein Kumpel. Ach, schau mal her, mit dem Bogen läuft das hier besser. Diese Hitze, diese Flammen, genau wie damals, als Oakvale brannte. Oh! Okay, ja gut, es ist ein Drache, ne? Macht Sinn, dass er Feuer speit. Scheiße. Dummkopf. Ja. Ich habe Jahrtausende lang existiert. Ihr könnt unmöglich begreifen, was ich bin. Herr Adept bist? Was denn sonst? Habt ihr ein... Ey, warum bist du so wütend, ey? Ja, der hat Bock. Aber mit dem Schwert machen wir hier wenig Schaden, mit dem Bogen glaube ich mehr. Ach komm! Albion wird brennen. Alles, was ihr je getan habt, ist umsonst gewesen. Du bist echt eine Feige gerade hier. Komm runter hier, komm spielen. Seht ihr es nicht? Ich hätte diesen Ort nie ohne eure Hilfe verlassen können. Ach cool, haben wir wieder dazu beigetragen. Ja gut, aber wenn du genötigt wirst hier, ne? Ohne deine Lakaien bist du auch nichts, mein Kumpel. Gut, aber die Hälfte haben wir schon abgezogen für sein Leben. So, jetzt kommt gleich Feuer bestimmt. Wo ist er? Ja, wie kannst du dich da... Wie kannst du dich dagegen wehren? Yes, Headshot. Ja, ist er gut, Kumpel. Komm runter hier. Ey, du hast sie gebissen hier. Was soll denn das? Ja, aber er beißt auch seine Lakaien, das ist gut. So, die Dreiviertel vom Kampf haben wir doch schon geschafft hier. Och nee. Ja, ich glaube, ich verschanze mich jetzt da mal ein bisschen. Wenn der jetzt wieder seine Feuerstrahl da macht. Willst du wenigstens auch den herbeirufen oder nicht bloß mich? Sorry, ich habe was Besseres zu tun, als mit dir jetzt zu spielen. Ich muss da mal den
Schuppichen da. Oh, der ist tot. Ob ein Schlag noch checken oder zwei. Ja, jetzt muss er nochmal wegfliegen. Komm, komm! Bingo! Naja, 5 Minuten hat der Kampf gedauert. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ihr müsst die Maske zerstören, aber setzt sie bloß nicht auf. Die Götter werden dir deine Kräfte neiden. Hört ihr mich? Ihr müsst die Maske unbedingt wegwerfen. Trag mich und die Welt liegt dir zu Füßen. Hört mir zu, zerstört die Maske sofort. Trag mich und du wirst unsterblich. Zerstört sie! Ich habe ja richtig Herr der Ringe-Wipes hier. Hä? Ich habe nichts gedrückt. Was ist denn jetzt das? Ich sagte euch doch, ich bin nicht so leicht zu töten. Hä? Ich habe nicht mal was drücken können. Der hat sie einfach aufgesetzt. Der Drache war tot. Und ein Schaudern ging durch die Welt. Der Himmel verdunkelte sich. Und jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in Albion erstarrte in banger Stille. Der Held und Messer Jack waren eins. Wer könnte sagen, was für ein Chaos und Pein sie bringen würden? Doch sogar in dieser Ausweglosigkeit war eines sicher. Wo auch immer sich das Böse zeigt, erhebt sich jemand, um es zu bekämpfen. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, weil ich bilde mir ein, dass man auch die Wahl hat, die Maske zu zerstören. Ich konnte nichts drücken. Es war eine Videosequenz. Ja, tut mir jetzt leid, dass wir dann doch ein böses Ende hatten. So, auf den Schluss zu war das Spiel jetzt schon ein bisschen buggy. Schade eigentlich. Naja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, dieses Projekt hat euch gefallen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart und eines meiner absoluten Lieblingsspiele mit mir ja, erlebt habt. Und ja, wir werden mal sehen, was das nächste Let's Play sein wird. Wie immer, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht. Vielleicht ist da ein Spiel dabei, auf das ich selber Bock habe. Wird sich zeigen. Und ja, dann bis zum nächsten Projekt, bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich nochmal. Macht's gut. Servus.